und willkommen zurück in Diablo 4 und mitten in Kurast auf dem Bazar. Und wir wollten uns natürlich erstmal ein wenig umsehen, eine Runde laufen, bevor wir mit der netten Buhari ein Wörtchen reden. So, dann machen wir eine Runde außen rum, außer dahin. Weil da ist eine Quest und so. Wer bist denn du? Suria. Sleep tight, little one. Papa, I'm not ready for sleep. Shh. Don't wake your sister. You know, children who don't listen will be turned into flower food by drakes. To be flower food. Blumenfutter, okay. Era hier. Danke. Ich wollte das Kind nämlich auch sehen. Er stand ja an dem Kind drin. Das ist ja schon fast verwerflich. Okay. Ja. Hier unten ist der Stall. Und noch irgendwas. Ich guck mal hier kurz rein. Oh. Das sieht nach der Krankenstation aus. Wen haben wir denn hier? Murni. Warum Rahir? Positionier dich doch mal hinter mir. When I was just a child, I met a traveler, just like you, passing through. Has it been that many years already? Ja, es ist einige Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war in einem anderen Spiel. Fast zerstörte Trainingspuppe. Im Angesicht der bedrohlichen Monstermassen werden Stärke und Kampfkunst zum Schild gegen die hereinbrechende Dunkelheit. Ja, das ist schön. Okay, ja, hier ist der Ausgang. Was haben wir hier? Anschlagbrett. Geht nur mit Vorsicht weiter. Unerwartete Gefahr lauert hinter diesem Schild. Ne, natürlich. Das ist bestimmt sehr unerwartet. So, hier ist der Stallmeister. Oh. Hallo. Ja, das ist nett. Das sind meine Tierchen. Hier fehlt immer noch von der Rüstung das Vorschaubild. Das ist erschreckend. Wir haben meine ganzen Trophäen. Ja, okay, okay. Ist das Neues zu kaufen? Okay, die muss ich dann wohl nebenbei noch kaufen. Das ist ja kein Ding. Und wer bist du? Jetzt zählst du extra? Ich kann mit dem nichts machen. Warum kann ich mit dem nicht reden? Oder streicheln oder irgendwas? Warte mal, apropos streicheln. Wir probieren es mal. Hallo. Ja, ich kann den streicheln. Okay, das ist ein bisschen cool. Ich mag das. Das ist wie bei den Hunden mit dem Streicheln. Das ist cool. Da bin ich immer voll dafür. Oh, hallo. Oralie. I'm tired of cleaning up trash and living in this rundown place in Lower Kurast. Upper markets thrive while lower markets are left to wither away into desolation. Hey, dann expandiere, würde ich sagen. Expandiere. Ja, tu dir keinen Zwang an. Was geht mit dem? Okay. Frag mal nicht nach. Tages sind Drogen im Spiel. Ein Strohlager, ja. Ja, lager das Stroh des Stalls, wo die Anmutigen und Athletischen sich erholen können. Wow. Um sich ihre mystische Tapferkeit zu bewahren. Das ist fantastisch. Okay, okay. Ja, wie immer hier, wenn man es schon sieht, hier blaue Ausrufezeichen, machen wir alles später. Chuck. There was a text I read that delved into Kurast's past, a city of prosperity and glory. Hard to imagine, since all we've known is a half-destroyed city.
I could picture it everywhere, rich in silver with lush greenery. If only. Your head may still be stuck in that book. The city lacks life now. Few people live here, let alone pass through. War mal anders. Das weiß ich sehr genau. Kunin, you're back. I'm so happy to... Oh, I'm sorry. I mistook you for someone else. Ja, zu dir komme ich später. Das machen wir noch. Hier geht's direkt wieder raus. Hier geht's direkt wieder raus nach Unterkurast. Okay. Oh, hallo. Votario. The door was here yesterday. Or was it a pillar? Damn. I swear the walls never seem to stay the same. Okay. Geheimnisse, die sich vielleicht offenbaren. So, hier dürfte dann... Ah ja, Schwierigkeitsstufe ändern. Na klar. Ja, die neuen Schwierigkeitsstufen. Oh. Die Vata. Hallo. There's word swirling around town. Claiming folks are being snatched up. Their souls being used for some sick dark ritual. Best to keep a lantern or a friend with you tonight. Ja, so sieht das halt heutzutage aus. Ne? Geh nicht alleine durch die dunkle Stadt. Leider ist das eine Tatsache. Leider schon. So, hier ist auch noch irgendwas. Ist der Healer selbst? I hear your voice, Master. Has the time truly come for our order to return to Necropolis? Hm. Kann auch interessant werden, okay. Oh, hallo. Ta'avi. Hey, Rahir. Sei doch nicht immer im Weg. Ja? Diwata told me she spotted a creature in the woods yesterday. The way she described it, I can only imagine it's the one that eats goats. At Saksupa, I figured it was just some folktale of a dog creature. You might think it's just a story, but I'm determined to prove the jungle legend exists. Well, I admire the dedication, friend. Ah. Okay. Da lässt sich wohl noch was finden, aber es gibt ja immer so ein paar extra Bosse, die auch angezeigt werden. Vergoldeter schwarzer Foliar. Modrig zerfletterte Seiten lesen sich wie ein Tagebuch der Auswirkungen des großen Übels auf Sanctuario. Sie erwähnen eine unbekannte Magie namens Skazimi. Ja, die guten großen Übel. Oh. Rahir. Okay, ich kann mit hier einfach nur so rum. Das ist akzeptabel. So. Da kann ich vorerst nicht rein, oder? Doch. Guck mal hier, Waffenständer. Waffen und Utensilien aus gegossener Bronze. In uralten Flammen geschmiedet, umhüllt nach Jahren der Abnutzung nun ein mythisch anmutende Patina. So, aber hier schönes. Warum ist denn jetzt die Musik ganz weg? Ah, nein, da startet sie wieder. Okay. Tisson? There's news about the Khazra that killed Poiteyake and Balam. Were you not gathering some folks together to kill it? That was my plan, but something got the goatman pursed. Only things remaining were blood and bones. Never seen anything like it. Da geht's wieder um den Ziegenfresser. Bin gespannt. Interessant finde ich auch, dass da ein Totenbeschwörer rumsitzt, der Heiler ist. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und hier ist nix. Bin immer so ultra neugierig. Ich muss mir das immer alles angucken. Schlecht gefertigte Tür. Ja, das sieht aus wie ein Tuch.
Lücken zwischen den Brettern lassen Licht auf eine bröckelnde Treppe fallen. Aus dem Bereich hinter dem finsteren Abstieg erklingt ein kaum hörbarer Schrei. Das Gebrüll eines Tiers oder nur der Wind. Wer weiß, wer weiß. Hallo, Nasir. Wie geht es dir? Spiritborn. We are Keshestani. You were raised in the Zakharum faith. I dream of Umbaru. I see myself there. I've not turned my back on Akarat. Just seeing his light through a new lens. I speak of heritage. The one that is within you as it is in your mother. Give me time. Your mother more so. We will come to terms with this. Okay. Ein Ketchi ist Tani. Wo ist es bei dir? Guckst du da so um die Ecke oder was? Neugieriges Etwas. So, was haben wir hier oben noch? Aha. Alles nett, alles fein, alles schön. Noch, da bist du. Daula. It is a shame, I tell you, having to sell in this deserted city. I wouldn't be here if the markets elsewhere weren't so damned expensive. Boah, von mir aus. So, da haben wir nochmal eine Sidequest. Oh, Nachricht am Rande des Teichs. Das Wasser sehnt sich nicht nach euren Münzen. Sie wirken ja keine Magie. Spart euch eure Wünsche für die Sterne auf. Okay, ist kein Wunschbrunnen. So, da ist Mission. Brauche ich gar nicht erst gucken. Suhan. Raya. Weg da. Beware the shadows and dark corners of the city, stranger. If you hear your name called, don't answer. That's how they get you. Okay. Sehr negativ eingestellt. So, wir haben unsere Beutekiste. Ah, und hier Portalaktivator. Okay, das schalte ich erst noch später frei. Das kommt später. Verschlingerstatue. Ja, sieht doch sehr danach aus. Wo es Leben gibt, gibt es auch den Tod. Eine Unausweichlichkeit, die uns Stärke verleiht und unsere Entschlossenheit stehlt, für jene fortzufahren, die es selbst nicht können. Schön, schön, schöner Satz. Gefällt mir gut. So, guck nochmal hier auf der Strecke. Ah, gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Pomark, chillt ein bisschen. I carry the curse of my ancestors, as did my parents and their parents. Jinxed from the damp jungle. A life that never seems to stray from misery. Okay. Klang jetzt nicht so. Was? Warnung? Den Stadtportal? Ist mir doch egal. Außerdem bin ich doch gar nicht außerhalb der Stadt. Chill mal ein bisschen. Hauptplatz müssen wir auch nochmal zusätzlich abgehen. Was haben wir hier oben alles? Das ist der Thronsaal. Okay, okay. Ist außerhalb? Ist das Stadt auswärts? Nö. Ist halt einfach nur der Thronsaal. Wow. Und das Ding echt in drei Bereiche unterteilt? Überwucherter Garten. Auch nochmal extra Bereich. Wow. Ah, hallo. Na, Samira? My Lolo would always share stories of how he and my grandmother fled Kurast. The way he spoke. Things must have been horrible. I can tell the city has its scars, but oh, it's beautiful nonetheless. Okay, okay. Schön, 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 schön. Ja, noch so ein Chiller. Kann ich hier irgendwas sehen, lesen? Nein.
Oh, der putzt da ein bisschen. Jetzt gucken wir erstmal auf der Seite. Muss ja nochmal Garten sein. Oh, wer ist denn das hier? Abgesandter Vanu. My first time in Kurast. I'm from Tanzawi. What about you? Shush! Show some respect. This is the Council of Kurast, not your village feast. Oh. Der Hohe Rat. Fällt mir da direkt wieder ein. Den haben wir ja schon bekämpft. Malerischer Ausblick. Das Gurgeln der Wasserfälle und das Rauschen einer sanften Brise im Blätterdach bieten eine beinahe gelassene Zuflucht. Wäre da nicht der entfernte Schrei eines Tiers, das um sein Leben kämpft? Ja, ja. Schönheit hat auch immer so seinen Haken. Bayani. Who are these? There's been more foreigners seen in these parts with suited armor and charred skin. That's rumor talk if you didn't see it for yourself. Hey, Gerüchte bewahrheiten sich des Öfteren. Gerade was dieses Spiel angeht. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, oh. Da kann ich bestimmt auch noch runter. Rein in die Kanalisation. So, gehen wir mal zum Thronsaal direkt. Darf ich überhaupt? Hallo, guten Tag. Gute Ratskammer. Da fehlt... Ne, zwei sogar. Ja, der gute Hohe Rat. Ja, ja. Ich darf aber mit euch nicht reden. Da habe ich kein Recht zu. Verstehe ich. So, hier ist auch direkt ein Dungeon, was ich ganz witzig finde. Das Trainingsgelände. Echt jetzt? Die haben auch hier ein Trainingsgelände eingebaut. Ah. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Trainingspumpen konfigurieren. Ja, Beutetruhe, Heilbrunnen. Nicht Juwelenschmied. Ja, ja, ja. Genau. Elite-Boss-Trainingspuppe. Yay. Weit so gut. Toala. Was? Toalna. We thought he was gone. We thought him gone. Yet hatred claws at our gates again. How can we survive another siege? Hass wird immer überleben. Das liegt in der Natur der Dinge. Parkour. You there. Have my spices caught your eye? They are original Kyrgyzstani spices that will not disappoint. Hey, lass mal. Wenn ich welche brauche, gehe ich selber nach Kyrgyzstan. So, hier drinnen sind Händler und so weiter. Genau, der Kuriositätenhändler. Ein Stuhl. Leckeres Gericht. Warte mal.
Naja, da liegt ein Kroko. Chili verzaubertes Krokodil. In seinem vollmundigen Zauber verschwindet jede Furcht. Aha, yum, yum. Zotia. Oh, ich rieche etwas Süßes. Ah, yes. Those, fellow traveler, are fresh baked delicacies of the jungle and honeyed liqueur to quench your thirst. Klingt gut. Sind euch die Geheimnisse der dunklen Zitadelle bekannt? The Dark Citadel? I suggest you not let your curiosity get the best of you. That's not a place you should go alone. Ja, kann ich gar nicht. Es sind Mechaniken drinne, die mehr Leute brauchen. Mögt ihr Kurast? I could talk your ear off about Kurast, but it is not the same as experiencing it. I implore you to explore the city and unravel its history. You will find your own fondness for it, I'm sure. Das tue ich jetzt schon. So, hier ist unsere Kommode. Das ist alles fein, alles schick. Ein Buch mit Kindergeschichten. Erhebt die Häupter, schlagt auf eure Brust und auf die Trommeln. Harsus flieht. Schmückt euch mit Lächeln und Jubel. Der krötengesichtige Dämon ist geschlagen. Erhebt eure Häupter zur Sonne. Aja, aja, erhebt eure Häupter zur Sonne. Oh, nice. So, Ringedude, Kiste. Juwelendude. Okay. Soweit, so gut. So, was haben wir hier noch? Weitere Kiste, weiterer Stuhl, Schmied. Rüstung. Waffen. Okay, okay. Dann hört sich ja so langsam, aber sicher auf, ne? Hey, you! Yes, you! Ja, ja, ich komme ja gleich. Mach mal keinen Stress. Okay, aber sonst ist hier jetzt nichts weiter. Nö, dann bin ich eigentlich durch. Mit dem Rundgang durch in die Stadt. Ja, halt. Hier oben müssen wir nochmal reingucken. Ja, das ist nur der Okkultist. Der Ritualaltar. Ein Jaguarschädel liegt auf dem Amethyst gebettet. Rauchiger Zitrusduft entströmt brennendem Baumharz. Gleichsam fremdartig und vertraut. Das ist eine tolle Sache. Gut, gut, gut. So. Führung durch die Stadt erledigt. Und mit eigentlich allen gesprochen. Okay, Huari. Ja, was geht nun bei dir? Ja, was ist du? Du hast nach mir gerufen. Eru sent me. He asked me to point you to the council chambers. At the Sikorat's Peak. They've pulled him into a meeting. Looked bad. Whose feathers did he ruffle this time? Oh. Ich hab da wohl einen Termin. Sprecht in der Rat, in den Ratskammern mit Ormus. Mit Ormus selbst. Oh, okay, okay. Das tun wir doch direkt. Wenn wir so eine Einladung kriegen, kennen wir doch nichts. So. Akarat insisted we find Abulan, and that's what I intend to do. Oh? Eru speaks with the great Akarat? How novel. I'm being serious, Ormus. Okay. Jetzt sind auch die anderen da. Na, zumindest einer ist noch zusätzlich da. Okay. Ormus. Der Unvergängliche. Also ist er wahrscheinlich nicht mehr so der Jüngste, würde ich vermuten. Ich muss Abulan finden, wenn es eine Chance gibt, Nyrell zu retten, beziehungsweise zu helfen, muss ich es versuchen. And who are you, stranger, to ask after Abulan? A friend, my friend,
I vouch for him. Without hesitation. Arrow. Abulam will not be easy to find. He has a mural in the Undercity, but it's in the old tongue. You will need an interpreter. I'll interpret. If Eru believes Abulan needs to be found, so be it. Thank you, Maka. Let's go before she changes her mind. Meet me outside. Okay. Der Klassiker. Warum sprecht ihr euren eigenen Namen laut aus? Stranger! Watch your tongue! Calm yourself, Iso. Ormus isn't some fledgling to be kept in your hands. You speak to Ormus, stranger, but not Ormus alone. Sometimes he shares his voice with others. At this moment, you also speak to Adaja, the first breather. She greets you. Okay. Gespaltene Persönlichkeit. Schwierig. Maka. Woher kennt ihr Eru? How does anyone know Eru? He insinuates himself into your life. And lives are usually better for it. Das stimmt allerdings. Er hat mir schon einfach frei geholfen. Das ist schon praktisch. Looking a little pale? What's wrong? Muss ja falsch sein. Keine Ahnung. Wer ist Maka für euch? Maka? She's a friend. Of sorts. A bit rude, a bit rash. We've butted heads over the years. You can trust her, though. Okay, okay. Danke, dass ihr für mich bürgt, aber... Shit. But what? What's wrong? There's something you need to know. I was once fed the blood of a demon. Lilith. That blood forged a bond. For me... To her. I killed her, but she's still a part of me. I know it. You vouched for me at the council. You called me your friend. Would you take it back, knowing what I carry with me? Ages ago, when I was a child, a spirit came to our town. Wherever the spirit went, death followed. So a spirit born, Tatha, he stands up, asks the spirit, why do you bring death to my town? The spirit tells him the truth. I'm lonely. I just want some company. I've heard this story before. Walk with me. Tatha takes the spirit's hand. Spirit and spirit born leave the town together, bonded for life. The spirit will never be lonely again, never hurt another soul. The town is saved. But Tatha? Tatha is bonded with death. He can never return home. Never will. Hart. Warum erzählt ihr mir das? You saved your home. This Lilith? She is dead. Just an echo in your blood. What you're feeling now is the misery of being the one who must live with her. Don't let the misery drown you. And don't fear my judgment of all things. You must remember the home you saved. Hold it close to your breast. Because it's the only thing you have. Thank you, Arrow. Don't get used to it. Go. You have a mural to find. Ja. The Undercity is through here. Go. Find Abulan's mural.
Maka and I will join you shortly. Okay. Ach, jetzt kann ich ja runter. Die Tür war vorhin schon offen. Hätte es jetzt nicht öffnen müssen. Ich durfte nur nicht runter. Runter statt von Kuras. Na, jetzt wird's interessant. Und unangenehm. Gehe ich mal schwer von aus. Aber. Ihr habt richtig geraten. Nicht mehr in dieser Folge. Sondern in der nächsten. Und da sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Station.